Ich will mal anfangen mit dem Punkt Aktualität, der ja auch gerade genannt worden ist. Ich denke, man sollte das schon ernst nehmen, wenn nach der Aktualität von Marx gefragt wird. Immerhin, wir begehen hier den 150. Geburtstag des Kapitals. Könnte man ja auf die Idee kommen, in 150 Jahren, da ist so viel passiert, da hat sich so viel geändert. Was will uns denn ein Autor heute noch sagen, der eben vor 150 Jahren diesen ersten Band des Kapitals veröffentlicht hat? Und das ist auch, ihr habt es ja auch schon angesprochen, so die Tendenz in der bürgerlichen Berichterstattung. Naja, was will man heute noch mit Marx? In Deutschland, ich nehme an, in Österreich ist es nicht so viel verschieden davon, hat genau auch dieses Argument dazu geführt, dass Leute, die sich jetzt nicht positiv auf Marx beziehen, die sich nicht als Marxisten oder was auch immer verstehen, dass die glauben, man braucht eigentlich auch gar nichts von Marx zu wissen, ist ja sowieso alles überholt. Deswegen denke ich, sollte man das schon so ein bisschen ernst nehmen und das ist jetzt mein erster Gedanke, sich die Frage stellen, was ist überhaupt der Gegenstand, den Marx im Kapital behandeln will? Wenn dieser Gegenstand, der englische Kapitalismus des 19. Jahrhunderts nur ist, dann wäre diese Kritik, Marx ist nicht mehr aktuell, ja durchaus angebracht. Wir haben heute nicht mehr den englischen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Da gibt allerdings Marx im Vorwort zum ersten Band bereits die Auskunft, dass er sagt, für meine theoretische Entwicklung wähle ich Beispiele aus England. Deshalb, weil England bis jetzt der klassische Ort des Kapitalismus ist, also der Ort, wo sich der Kapitalismus am weitesten entwickelt hat. Das heißt, Marx hat nicht den Anspruch, englischen Kapitalismus in erster Linie zu analysieren, sondern eine theoretische Entwicklung zu machen, also theoretisch zu erfassen, was ist denn überhaupt Kapitalismus, und die Beispiele aus seiner Zeit nimmt er von England. Nach einer anderen Auffassung hat Marx zwar nicht den englischen Kapitalismus nur beschrieben, aber er hat sozusagen die Geschichte des Kapitalismus beschrieben. Wenn das richtig wäre, dann hätte er die Geschichte des Kapitalismus ja auch nur bis zum 19. Jahrhundert beschreiben können und dann hätten andere Theorien oder andere Beschreibungen nachfolgen müssen, um diese Geschichte fortzuschreiben. Dann wäre das Marxische Werk auch nicht so furchtbar aktuell. Auch dazu äußert er sich im Vorwort von 1867, und sagt da, es kommt nicht auf den höheren oder niedrigeren Entwicklungsstand der gesellschaftlichen Antagonismen an in seinem Werk. Worauf es ihm ankommt, ist die Gesetze, die hinter diesen Antagonismen stehen. Und was er dann als letztes Endziel der Darstellung beschreibt, ist, das ist jetzt wörtlich, das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen. Also Marx will analysieren, was ist überhaupt Kapitalismus. Wenn wir heute immer noch im Kapitalismus leben, es gibt ein paar Leute, die das bestreiten, ich würde es nicht bestreiten, wenn wir heute immer noch im Kapitalismus leben, dann hat Marx also immer noch etwas zu Kapitalismus zu sagen. Wie triftig das ist, muss natürlich die Lektüre entscheiden, die Auseinandersetzung mit Marx. Aber man kann nicht einfach sagen, weil das Buch 150 Jahre alt ist, ist es nicht mehr
aktuell. Es geht um den Kapitalismus, in dem wir auch heute noch leben. Natürlich auf einer bestimmten Allgemeinheitsstufe. Marx selber spricht ja von einer theoretischen Entwicklung, vom ökonomischen Bewegungsgesetz. Es geht natürlich nicht um jedes Detail, aber es geht um die Grundstruktur des Kapitalismus. Und sagen, ja, der Marx wollte Kapitalismus analysieren, wie wir das heute auch noch machen. Die sind dann ziemlich schnell bei der Hand und erklären uns, dass Marx ganz viele falsche Voraussagen gemacht hat. Er hätte also vorausgesagt, der Kapitalismus würde zusammenbrechen. Die Bevölkerungsmehrheit, die Arbeiterklasse würde total verelenden. Und es gäbe eine Tendenz zur totalen Monopolisierung. Und alles das trifft natürlich nicht zu. Insofern, ja, Marx will Kapitalismus analysieren, aber seine ganzen Voraussagen liegen daneben, also taugt ja dann wohl auch die Theorie nichts. Wenn man sich jetzt mal ein bisschen genauer mit dem Kapital beschäftigt, dann wird man feststellen, dass diese ganzen angeblichen Voraussagen da gar nicht so eindeutig aufzufinden sind. Also beispielsweise Verelendung. Es ist richtig, dass im Kommunistischen Manifest von 1848 so etwas wie eine absolute Verelendungstheorie zu finden ist. Also es wird dem Proletariat immer schlechter und schlechter gehen. Im Kapital selber ist davon aber nicht mehr die Rede. Da ist die Rede davon, dass in der gesellschaftlichen Entwicklung die Früchte dieser Entwicklung auf der einen Seite bei den Kapitalisten, bei der Bourgeoisie konzentriert wird, dass die ganze Arbeitsqual, das Elend und jetzt der Zusatz, egal ob die Bezahlung hoch oder niedrig ist, auf Seiten des Proletariats konzentriert ist. Das heißt, das, was Marx im Kapital als Elend bezeichnet, ist nicht ein sinkender Lebensstandard, sondern das Ausgeschlossensein von den Möglichkeiten gesellschaftlicher Entwicklung. Das ist was anderes. Und das können wir heute in ganz vielen Ländern beobachten. Also insofern, mit diesen Voraussagen, die alle da angeblich nicht eintreffen, das wird bei genauerer Betrachtung, sieht es nicht ganz so eindeutig aus. Allerdings, wenn ich jetzt nur mich so kapriziere auf eine Voraussage, die eingetroffen ist oder nicht eingetroffen ist, dann übersehe ich ja die gesamte Analyse. Dann habe ich ja lediglich so ein kleines Pünktchen, was aus der Analyse abgeleitet oder auch nicht abgeleitet wird. Aber die Art und Weise, wie Marx jetzt Kapitalismus analysiert, kommt einem bei der Debatte überhaupt nicht in den Blick. Und das muss man über die insbesondere wirtschaftswissenschaftliche, akademische Diskussion schon sagen. Da ist Marx nicht nur kein Thema, sondern es herrscht eine wahnsinnige Unkenntnis über Marx und es gibt wohl keinen anderen Ökonomen, in dem gegenüber man es sich so leisten kann, so einen Blödsinn zum Teil zu verzapfen, wie wenn es um Marx geht. Wenn es um Keynes gehen würde, um Milton Friedman oder Adam Smith, dann würden solche Leute innerhalb der eigenen Zunft eine auf den Deckel kriegen. Was könnt ihr für so einen Blödsinn erzählen? Wenn es um Marx geht, da ist die Unkenntnis allgemein. Die Kenntnis stellt sich ein, wenn man Marx liest, wenn man das Kapital liest. Und das, was ich euch jetzt heute Abend hier vorstellen möchte, das ist eigentlich gedacht als Motivation, als Einstieg in so eine Lektüre. Insofern fand ich das jetzt auch sehr schön, dass in der Einleitung gesagt worden ist, es sind hier Lektürekreise geplant.
die am Sonntag, wo ihr euch da am Sonntag auch treffen könnt, um zu sehen, wie man das organisieren kann. Das würde ich sagen, ist das Beste, was man mit Marx anfangen kann. Erstmal ihn lesen. Und dazu soll dieser Beitrag eigentlich beitragen. Weltweit, wenn man sich das anguckt, hat man schon den Eindruck, es findet eine, ja, Marx-Renaissance ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ein stärkeres Interesse statt. Es wird nicht nur weltweit mehr Marx gelesen, als das noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Es gibt auch eine ganze Reihe von neuen Übersetzungen des Kapitals, wo also in anderen Ländern alte Übersetzungen in Frage gestellt werden, weil jede Übersetzung ist natürlich auch eine Veränderung und man bei diesen neuen Übersetzungen auch neue Texte berücksichtigt. Es ist nämlich gar nicht so ganz eindeutig klar, was gehört denn eigentlich zum Kapital? Was ist denn überhaupt das Kapital? Das ist nicht einfach 2000 Seiten, die man in jeder Bibliothek finden kann. Der Fall, was ist eigentlich das Kapital, ist ein bisschen komplizierter. Ich werde da im Laufe meines Referats auch noch drauf eingehen. Jetzt möchte ich aber erstmal kurz ein bisschen was Weniges zur Entstehungsgeschichte des Kapitals erzählen, wobei es mir allerdings schon auf die Inhalte, die dann im Kapital enthalten sind, ankommt. Marx selber hat ja nicht mit Ökonomie gestartet. Er hat an der Berliner Universität hat er Jura studiert, hat sich aber vor allem mit Philosophie, später dann mit Politik beschäftigt und kam zu ökonomischen Fragen ein bisschen später, als er erkannte, damals war er schon Redakteur der Rheinischen Zeitung in Köln, so 1841, 42, als er erkannte, politische Konflikte, politische Sachverhalte lassen sich nicht aus sich selber verstehen, die haben es mit materiellen Bedingungen des Lebens zu tun, die haben es mit Ökonomie zu tun. Und deswegen hat er sein Interesse der Ökonomie zugewandt. Also ich muss wissen, was steckt denn eigentlich dahinter. Dieses Dahinterstecken der Ökonomie wird nun zum Teil von Marxisten, zum Teil von Marx-Kritikern häufig in so einen simplen Basis-Überbau-Schematismus reingepackt. Also da gibt es die ökonomische Basis und dort gibt es den politischen, ideologischen Überbau und dieser Überbau ist determiniert von dieser Basis. So etwas findet man bei Marx allenfalls in Ansätzen, also diese Basis, die Rede von Basisüberbau, das ist ja eine metaphorische Rede. Marx benutzt ein Bild, besonders prominent hat er das in einem Vorwort auf anderthalb Seiten gemacht. Das ist aber keine ausgearbeitete Theorie. Der Punkt ist nicht so ein genaues Determinierungsverhältnis, sondern der Punkt ist, dass man sich über bestimmte Abhängigkeiten im Klaren ist. Und wenn man sich darüber nicht im Klaren ist, dann fällt einem eventuell das eigene Argument auf die Füße. Das können wir heute auch noch beobachten bei vielen Linken, zum Teil auch eher so politisch-liberalen Menschen, die sind schnell dabei, die Demokratie zu kritisieren, zu sagen, ja, es gibt zu wenig demokratische Partizipationsmöglichkeiten. Wir bräuchten mehr Volksabstimmungen oder mehr Mitwirkungsmöglichkeiten. Wenn man jetzt nur auf so einer Ebene über Demokratie diskutiert und soll man jetzt mehr oder weniger Volksabstimmungen einführen, dann geht es eigentlich an den Problemen vorbei. Hier ganz in der Nähe, die Schweiz, die hat jede Menge
Volksabstimmungen und ist deswegen trotzdem nicht jetzt der tolle Staat oder das tolle Gemeinwesen. Wenn man ausblendet, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, mit jeder Menge Ungleichheiten, dann bringt das Argument, ja, wir brauchen jetzt mehr Volksabstimmungen oder mehr Teilhabemöglichkeiten, das bringt da nicht viel. Das ist abgehoben. Das nehme ich an, muss ich euch jetzt nicht großartig erklären. Aber das ist im Grunde genommen der simple Zusammenhang, auf den diese Basis-Überbau-Metaphorik von Marx abzielte. Wir können nicht über Politik reden, ohne darüber zu reden, wo, in welchem gesellschaftlichen Umfeld diese Politik überhaupt stattfindet. Marx nun, wie gesagt, so ab ungefähr 1844 wendet sich der Ökonomie zu, versucht zu verstehen, was ist es denn überhaupt, dieser Kapitalismus, wie funktioniert der? Damit hatte er selber keineswegs gedacht, er bringt sein Leben zu, sondern er hat es für so eine überschaubare Aufgabe gehalten. Er schreibt da ein, zwei Bücher dazu und dann kommt das nächste Thema. Als er in London angekommen ist und da in der Bibliothek, damals die größte Bibliothek der Welt, sitzt, sich einen ersten Überblick dort verschafft, schreibt er an Engels im Jahre 1851 einen Brief, wo er sagt, in 4 Wochen bin ich mit der ökonomischen Scheiße fertig und kann mich dann anderen Themen zuwenden. Ja, der war bei seinem Lebensende noch nicht mit der ökonomischen Scheiße fertig. Das, was er gemacht hat, ist nicht fertig geworden. Es ist nicht das draus geworden, was er sich vorstellte. Und da kann man jetzt fragen, warum eigentlich? Also warum hat denn der Marx so lange an dieser ökonomischen oder der Untersuchung der ökonomischen Verhältnisse geklebt und ist trotzdem nicht fertig geworden? Da gibt es jetzt einerseits Umstände in seinem Leben. Er musste mehrmals ins Exil, also von Deutschland nach Frankreich, nach Paris, da ist er ausgewiesen worden, musste nach Brüssel. In Deutschland gibt es Revolution, er kommt nach Köln, gründet erneut die Rheinische Zeitung, Niederlage der Revolution, er muss wieder nach Paris, er muss von Paris nach England. Also das war zum Teil die Lebensumstände waren sehr dramatisch. Dann war Marx nicht nur Theoretiker, er war politisch sehr stark engagiert. Also bereits diese frühe Phase in der Rheinischen Zeitung hat er als politisches Engagement begriffen. Er war dann engagiert in dem Bund der Gerechten, wo auf seine und Engels Veranlassung hin der umbenannt worden ist in Bund der Kommunisten. Später in den 60er Jahren war er das zentrale Mitglied der ersten Internationale in London. Also sozusagen das Leben war auch voll von politischer Aktivität. Aber das alles war nicht der einzige oder ich würde sogar sagen nicht mal der zentrale Grund, warum er nicht fertig geworden ist mit dem Kapital. Der Grund, warum er nicht fertig geworden ist, war dieses Untersuchungsprojekt selber. Was wollte der Marx eigentlich machen? Was ist nicht eine enge Fachökonomie, so wie man das heute in Lehrbüchern findet, da werden so ein paar Modellannahmen gemacht, da wird ein bisschen rumgerechnet und dann kommt ein völlig irrelevantes Ergebnis raus, was einem dann aber einen Doktortitel einträgt. Damit hat das marxische Kapital überhaupt nichts zu tun. Das ist eine breite Gesellschaftstheorie. Also wie funktioniert eigentlich eine Gesellschaft, die auf der kapitalistischen Produktionsweise beruht? Und diese Theorie betreibt Marx nicht um ihrer selbst willen, sondern da steht im Hintergrund gesellschaftliche Emanzipation. Was kann Befreiung unter diesen Bedingungen heißen?
Und Befreiung wird immer in einem Doppelsinne von Marx zum Thema gemacht. Also einerseits Befreiung von repressiven, einengenden Strukturen, aber auf der anderen Seite Befreiung, die an das anknüpft, was vorhanden ist, was auch der Kapitalismus einem zur Verfügung stellt. Nicht nur an Produktivkräften, sondern zum Beispiel auch an Individualität. Der marxische Kommunismus ist ein individualistischer Kommunismus. Das ist nicht ein kollektivistischer Kommunismus, der alles gleich machen will, sondern ein Kommunismus, der aufs Individuum abzielt. Dieser schöne Satz aus dem kommunistischen Manifest, da ziemlich am Ende: Was ist das Ziel? Eine Gesellschaft, wo die freie Entfaltung jedes Einzelnen zur Bedingung der Entfaltung aller wird. Also nicht der Einzelne ist dem Kollektiv untergeordnet, sondern es kommt auf die Entfaltung des Einzelnen an. Nur wenn sich jeder Einzelne entfalten kann, dann können sich alle entfalten. Also, und dass diese Individualitätsvorstellung möglich geworden ist, das hat was damit zu tun, wie sich Kapitalismus entwickelt hat. Also insofern ist das dieser emanzipatorische Zugriff ist immer ein doppelter. Also einerseits Befreiung von repressiven Strukturen, andererseits die Ermöglichungen benutzen, die der historische Prozess hervorgebracht hat. Dieses enorme Projekt, also einerseits breite Gesellschaftstheorie, andererseits in emanzipatorischer Absicht, dieses enorme Projekt setzt einerseits empirische Studien voraus. Das konnte man sich nicht irgendwie so zusammenfantasieren. Also die Leute, es gab auch zu Marx-Zeiten genug Leute, die das versuchten, ohne wirkliche empirische Kenntnis der gesellschaftlichen Verhältnisse, von denen redet heute keiner mehr, weil das hat alles keine Substanz gehabt. Also empirische Studien waren nötig und es war nötig, Theoriebildung, also nicht nur Theoriebildung und Theoriekritik, also nicht nur sich vorhandene Theorien anzueignen, sondern Theorien zu kritisieren und neue Formen von Theorie zu bilden. Und diese Komplexität von dem Projekt, das ist meiner Meinung nach der tiefere Grund, warum Marx damit gar nicht fertig werden konnte. Im Grunde genommen überfordert es eine einzelne Person, egal wie genial die auch sein mag. Marx beginnt, wie gesagt, mit so einem Projekt in den 1840er Jahren in Paris und Brüssel. Da entstehen dann auch so die ersten ökonomischen Schriften, aber diese Schriften, also die ganz frühen, die ökonomisch-philosophischen Manuskripte, wo es um Entfremdung geht, die sind sehr stark philosophisch geprägt, dann kommt eine stärker ökonomische Phase. Bei diesen Schriften ist Marx eigentlich noch gar nicht der Kritiker, zu dem er später wird. Was macht er zum Beispiel in der zweiten Hälfte der 40er Jahre? Da setzt er sich mit Proudhon auseinander, einem französischen Sozialisten, der sehr einflussreich war. Und dieser Proudhon stellte sich vor, die Übel der kapitalistischen Welt kommen vom Geld, also müssen wir das Geld abschaffen, aber die Warenproduktion, die private Warenproduktion, die können wir beibehalten. Marx kritisiert nun dieses Konzept unter Zuhilfenahme der ökonomischen Theorie von David Ricardo, einem englischen Ökonom, dem nach Marx Einschätzung am weitesten fortgeschrittenen Ökonomen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Theorie von Ricardo, die wird bei Marx zu dieser Zeit noch überhaupt nicht kritisiert. Er benutzt sie gegen Proudhon.
Das heißt, er nimmt die Theorie so, wie sie ist und versucht sie kritisch anzuwenden. Aber es ist noch keine eigentliche Kritik der Kategorien, der Grundbegriffe. Also kritische Anwendung der vorhandenen Theorien, sowohl der ökonomischen Theorien als auch der Klassentheorie, dominiert das, was Marx in den 40er Jahren macht. Ende der 40er, ich hatte es ja schon kurz erwähnt, gescheiterte Revolution in Russland, in Deutschland. Marx ist ein Jahr lang in Deutschland, muss dann wieder emigrieren, geht nach Paris. Und da zeigt sich dann, um mit Hegel zu sprechen, die List des Weltgeistes oder die List der Geschichte. Die preußische Regierung verfolgt Marx bis nach Paris, übt Druck auf die französische Regierung aus, damit er aus Paris ausgewiesen wird. Und jetzt bleibt Marx nichts anderes übrig, als nach London zu emigrieren, wo die meisten europäischen Emigranten hingegangen sind. England damals, Zentrum des Kapitalismus, liberales politisches System, jeder kann hungern, keiner wird unterstützt, jeder kann kommen, keiner wird unterstützt und kann dann für sich selber verhungern. Für Marx persönlich war das eine Katastrophe, dass er nach London muss. Er sprach kein Wort Englisch. Er hatte keine Einkommensmöglichkeiten, aber eine wachsende Familie. Also für ihn persönlich war es eine Katastrophe. Und ohne die Unterstützung seines Freundes Friedrich Engels hätte er das kaum überlebt. Für sein Werk, für das Kapital, war das das Beste, was passieren konnte. Das Kapital, so wie wir das kennen, das konnte zu der damaligen Zeit nur in London geschrieben werden. Und das verdanken wir der preußischen Regierung, die nicht zulassen wollte, dass der Marx in Paris bleibt. Warum konnte das Kapital damals nur in London geschrieben werden? England war die beherrschende kapitalistische Macht der Welt. Es war eine riesige Kolonialmacht. Ein Sechstel der Welt war unter Kontrolle von England. Es war die am weitesten fortgeschrittene kapitalistische Ökonomie, die modernste kapitalistische Ökonomie. Und London war das ökonomische und politische Zentrum. Im Parlament, im britischen Parlament, wurden jede Menge nicht nur Debatten über Ökonomie geführt, es wurden Parlamentsberichte verfasst, Blue Books, Brown Books, die Marx dann auch im Kapital zitiert hat. Also sozusagen vermittelt über die politische Auseinandersetzung hat die Beschäftigung mit Ökonomie da ein ganz anderes Niveau erreicht als auf dem Kontinent, in England oder in Frankreich oder Deutschland. Es gab ökonomische Fachzeitschriften. In dieser Zeit in Deutschland war Ökonomie so ein bisschen was, ja, man verdient zwar Geld, aber da redet man nicht groß drüber. In England gab es seit 1834 den Economist, den es heute noch gibt, also eine Zeitung, eine Tageszeitung damals, die nur sich mit Ökonomie beschäftigt. Das gab es nirgends sonst. Und dann vor allem gab es die Bibliothek im Britischen Museum. Und jetzt müsst ihr ja mal überlegen, was das damals bedeutet hat, in einer Zeit, in der es kein Internet gab, in der es keine Computer gab, in der es keine Kopiermaschinen gab. Wenn ich ein Buch lesen wollte, was nicht im Buchhandel war, dann musste ich in die Bibliothek gehen, die dieses Buch hatte. In London war damals die weltgrößte Bibliothek mit der größten Sammlung ökonomischer Literatur, nicht nur gegenwärtiger, auch ökonomische Literatur, die 100 oder 200 Jahre alt war. Also so einen Quellenfundus gab es nirgendwo sonst auf der Welt. Und Marx hat in der Bibliothek mehr Zeit verbracht als mit seiner Familie. Das heißt, Marx hat
diese Möglichkeiten, die ihm London geboten haben, hat er wirklich ausgenutzt. Und nur unter diesen Bedingungen konnte er dann auch das Kapital schreiben. 1849 ist er eben von Frankreich nach London übergesiedelt. Ab 1850 hatte er Zugang zum britischen Museum, zur Bibliothek und hat intensiv gearbeitet. Und jetzt erreicht seine Analyse wirklich auch eine neue Ebene. Ich hatte ja vorhin betont, in den 1840er Jahren nimmt er die vorhandenen bürgerlichen Theorien, lässt sie eigentlich wie sie sind und versucht sie lediglich kritisch anzuwenden gegen andere Sozialisten oder gegen die Bürger. Jetzt, ab 1850, entwickelt sich wirklich eine Kritik der politischen Ökonomie. Jetzt beginnt Marx nicht nur Theorien anzuwenden, sondern diese Theorien zu kritisieren. Und da muss man sich wirklich klar machen, was heißt Kritik der politischen Ökonomie, der Untertitel vom Kapital. Politische Ökonomie im 19. Jahrhundert war der Name für das, was heute so grob als Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften benutzt wird. Das politische Ökonomie ist keine Erfindung von Marx, sondern das war ein gängiger Begriff zu seiner Zeit. Kritik der politischen Ökonomie bedeutet Kritik einer gesamten Wissenschaft. Nicht nur von einzelnen Theorien, von einzelnen Ansätzen, eine gesamte Wissenschaft soll kritisiert werden. Wie geht das? Indem man deren Grundbegriffe kritisiert. Das ist das theoretische Projekt, was da in den 1850er Jahren entsteht. Das hat auch ganz viele Konsequenzen. Und das ist etwas ganz anderes als das, was in den 40er Jahren da vorherrscht. Also wo nur die Theorie anders angewendet wird. Nun, was heißt Kritik der Kategorien, Kritik der Grundbegriffe? So eine gängige Erklärung ist, was man immer wieder lesen kann, naja, Marx nimmt diese Grundkategorien Wert, Geld, Kapital und zeigt, das sind keine feststehenden Größen, sondern ist eigentlich der Ausdruck von gesellschaftlichen Verhältnissen. Also der Wert ist keine Sache, der Wert ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Das stimmt, das macht der Marx. Aber das ist nur die Hälfte der Geschichte. Es gibt ziemlich am Anfang im Kapital, bereits im ersten Kapitel, gibt es eine sehr aufschlussreiche Fußnote. Marx zitiert da den italienischen Ökonomen Galliani aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, also wesentlich früher als Marx. Ohne britisches Museum wäre er nie auf den gekommen. Zitiert den, der nämlich auch schon gesagt hatte, der Wert ist ein Verhältnis von Personen. Und der Marx schreibt dann als Kommentar dazu, Galliani hätte hinzusetzen müssen, ein unter dinglicher Hülle verstecktes Verhältnis. Aus dieser Fußnote, aus dieser Bemerkung wird zweierlei sehr deutlich. Erstens, zu sagen, Wert ist ein gesellschaftliches Verhältnis, das hat man schon lange vor Marx gemacht. Das ist gar nicht spezifisch für Marx, das haben andere auch schon gesagt. Zweitens, was ist spezifisch, dass Marx dieses gesellschaftliche Verhältnis näher bestimmt, dass er sagt, es ist ein unter dinglicher Hülle verstecktes Verhältnis. Das ist neu, das haben die anderen nicht gesehen.
Und das wird aber auch heute zuweilen unterschlagen, wenn einfach gesagt wird, naja, Marx löst eben die ökonomischen Kategorien in gesellschaftliche Verhältnisse auf. Was heißt es nun, ein Verhältnis, das unter dinglicher Hülle versteckt ist? Versteckt bedeutet, es ist nicht sichtbar auf den ersten Blick. Das spontane Bewusstsein nimmt es nicht wahr. Mit der dinglichen Hülle ist gemeint, dass in einer Marktökonomie sich die Menschen gar nicht direkt aufeinander beziehen, es beziehen sich ihre Waren aufeinander. Und die Menschen beziehen sich nur vermittels der Waren aufeinander. Die Waren bekommen eine Selbstständigkeit. Die Warenpreise, die gehen hoch und runter, die Menschen starren gebannt da drauf, oh weh, was passiert? Die Preise gehen runter, ich bin bankrott, ich nehme mir den Strick und hänge mich auf. Da hat eigentlich gar kein anderer Mensch unmittelbar was zu tun damit, sondern es sind die Verhältnisse der Dinge. Natürlich haben die Menschen was damit zu tun, aber das ist diesen Dingen untergeordnet. Das meinte der Marx mit, es ist richtig, es ist ein gesellschaftliches Verhältnis der Wert, aber ein gesellschaftliches Verhältnis, was unter dinglicher Hülle versteckt ist. Marx hat dafür dann den Begriff Fetischismus eingeführt. Ein Begriff, der gerade heute häufig missverstanden wird. Fetischismus ist ein Begriff, der heute nämlich eher im Sinne von Sigmund Freud verwendet wird, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts damit sexuelle Obsessionen bezeichnete. Also irgendein Material, ein Gegenstand, der ist für mich sexuell sehr wichtig, da habe ich eine Obsession, das ist dann Fetischismus. Das ist der heute dominierende Begriff von Fetischismus. Im 19. Jahrhundert gab es einen ganz anderen Begriff von Fetischismus. Und dieser andere Begriff ist der, den Marx zugrunde legt. Da war Fetischismus ein rein religiöser Begriff. Fetischismus als Fetisch bezeichnete man Gegenstände, die von Menschen selber produziert waren, kleine Holzstücke, bemalte Lederstücke, und denen dann magische Kräfte zugesprochen worden ist. Die europäischen Kolonisatoren fanden solche Religionen vor allem in Westafrika, konnten sich dann gut über diese dummen, ungebildeten, nicht rationalen Stammesgemeinschaften erheben. Die produzierenden Holzstückchen und anschließend haben sie Angst davor. Wie dumm kann man nur sein, wenn wir denen jetzt irgendwie Kultur und Vernunft bringen als Kolonisator, als koloniale Macht, da müssen die ja dankbar sein. Ist ja nur zu ihrem Besten. Marx benutzt nun diesen Begriff Fetischismus ganz in diesem Sinne, dass etwas Selbstproduziertes Macht über mich selber bekommt. Aber es ist mehr als nur Polemik. Es ist auch eine sehr präzise Beschreibung eines ökonomischen Sachverhalts. Ein gesellschaftliches Verhältnis tritt als dingliche Eigenschaft auf. Und das haben wir nicht nur bei der Ware, im Warenfetischismus, das haben wir auch beim Geld und das haben wir beim Kapital. Deswegen spricht Marx eben auch von Geldfetischismus und Kapitalfetischismus. Hinter diesen Fetischismen oder mit ihnen verbunden ist nun eine weitere sehr grundlegende Eigenschaft kapitalistischer Gesellschaften, die sie von allen vorkapitalistischen Gesellschaften unterscheidet, nämlich die Bedeutung unpersönlicher Herrschaft. In allen vorkapitalistischen Gesellschaften sind Herrschaftsverhältnisse gegründet auf
persönliche Abhängigkeiten. Also der Sklave ist persönliches Eigentum von dem Sklavenbesitzer. Der leibeigene Bauer hat ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis zu dem Grundbesitzer. Die modernen Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter, die haben ein Vertragsverhältnis. Die können sagen, wir kündigen den Job, wenn er uns nicht mehr passt. Die haben andere Abhängigkeiten, ich werde gleich noch drauf kommen, aber es ist nicht mehr dieses direkt persönliche Abhängigkeitsverhältnis, wie sie ein Sklave oder ein Leibeigener hat. Das ist ein grundlegender Unterschied in modernen kapitalistischen Gesellschaften, der auch Konsequenzen hat. Ausbeutung findet in jeder Klassengesellschaft statt. Aber in der kapitalistischen Gesellschaft findet Ausbeutung statt zwischen freien und gleichen Vertragspartnern. Und das muss man erklären. Wie ist das möglich? Wie geht es vonstatten? Klassenherrschaft findet in jeder Klassengesellschaft statt. Aber in der kapitalistischen Gesellschaft bestehen die Klassen aus freien und gleichen Bürgern. Das hat im Kapitalismus, diese Freiheit, Gleichheit, hat eine Weile gedauert. Erstmal wurden die Männer frei und gleich, dann die Frauen, dann vielleicht auch die Nicht-Weißen. Also es gibt eine Vielfalt von Diskriminierungen. Das soll jetzt damit überhaupt nicht abgeschmettert werden. Aber im Prinzip, das Grundprinzip der bürgerlichen Gesellschaft ist, dass sie aus freien und gleichen Staatsbürgern besteht. Und das ist was anderes als eine feudale Gesellschaft, die aus vielen Ständen besteht. Jeder Stand hat seine speziellen Rechte, seine speziellen Pflichten den anderen gegenüber, also wo das eine völlige Ungleichheit ist. Klassenherrschaft unter Gleichen und Freien sieht anders aus als Klassenherrschaft bei persönlicher Abhängigkeit. Deswegen ist es auch, finde ich, eine Verkürzung, wenn immer wieder herausgestellt wird, ja, bei Marx geht es um Ausbeutung, um Klasse, Klassenkampf, Klassenherrschaft. Natürlich geht es darum, aber darum ging es auch schon vor Marx und es ging darum auch schon in vorkapitalistischen Gesellschaften. Was der eigentliche Gegenstand von Marx ist, ist die Spezifik von Ausbeutung, Klasse, Klassenkampf, Klassenherrschaft in einer Gesellschaft, die im Prinzip nicht mehr auf persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen beruht. Also zu sagen, es ist Klasse und Klassenkampf, das ist zu wenig. Das wird auch deutlich daran, bleiben wir bei dem Klassenbegriff, dass sich der Klassenbegriff zwischen dem Kommunistischen Manifest und dem Kapital grundlegend ändert. Im Kommunistischen Manifest beginnt Marx ganz selbstverständlich mit Klassen. Der berühmte erste Satz, ich nehme an, ihr kennt ihn alle, alle bisherige menschliche Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen und dann wird aufgezählt. Der Begriff Klasse wird überhaupt nicht problematisiert, der versteht sich von selber. Im Kapital, da ist zwar auch etwa im ersten Band hin und wieder von Klasse die Rede, aber das ist ein sich entwickelnder Klassenbegriff. Im vierten Kapitel stellt Marx eine Klasse der Geldbesitzer einer Klasse von Arbeitskraftbesitzern gegenüber. Da ist noch nicht jetzt von Kapitalistenklasse, Arbeiterklasse oder so die Rede. Das kommt erst. Und wo sollen dann Klassen systematisch behandelt werden? Am Ende des dritten Bandes. Das ist diese berühmten anderthalb Seiten, wo dann am Ende steht, hier bricht das Manuskript ab, überschrieben die Klassen.
paar einleitende Sätze und dann hört's auf. Jetzt hat der Ort, wo etwas behandelt wird, hat für Marx immer auch eine inhaltlich systematische Bedeutung. Das heißt, wenn er Klassen erst am Ende des dritten Bandes behandeln wollte, heißt das, man braucht diese drei Bände als Vorlauf, um zu einer Klassentheorie zu kommen. Und das ist eine völlig andere Auffassung von Klassen als das, was wir im Kommunistischen Manifest haben. Das ist im Übrigen auch ein Hinweis, dass man vorsichtig sein sollte mit so einem Baukastenmarxismus, wo man also hier eine schöne Stelle findet, dort ein hübsches Kapitel und das dann einfach alles so zu einem Strauß zusammenkomponiert. Marx war ein lebenslang lernendes Individuum, der hat sich weiterentwickelt, der hat auch seine Theorien weiterentwickelt und er hat auch einiges über den Haufen geworfen. Wenn man jetzt einfach hier und da etwas zusammensammelt, dann ist überhaupt nicht gewährleistet, dass das, was man da sammelt, auch passt. Also man muss bei den Marxischen Werken, wenn man die liest, muss man immer eigentlich darauf achten, in welcher Zeit sind die entstanden, in was für einem Abschnitt der Marxischen Entwicklung war das, kann man die zusammenbringen. Und das Kommunistische Manifest beispielsweise ist eben nicht eine Kurzfassung des Kapitals oder eine Einleitung. Das ist etwas völlig anderes. Diese Vorsicht sollte man dann allerdings auch noch walten lassen bei den sogenannten reifen Schriften von Marx. Ich habe ja schon erwähnt, 1850 in London beginnt Marx auf einer neuen, breiteren Stufe seine ökonomischen Untersuchungen. Er kommt erstmals zur Kritik der politischen Ökonomie. Und das erste Ergebnis sind dann 1857-58 die sogenannten Grundrisse, ein riesiges Manuskript. Marx selber hat ihm keinen Titel gegeben, der Titel wurde erst 1939 vergeben, als dieses Manuskript zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Dann gibt es weitere Manuskripte und irgendwann, also 1867, erscheint der erste Band des Kapitals. Diese Manuskripte und das veröffentlichte Kapital, die weisen große inhaltliche Nähe auf. Also da gibt es nicht so wahnsinnige Unterschiede wie zum Kommunistischen Manifest. Trotzdem ist da immer noch ein marxischer Lernprozess vorhanden. Die Grundrisse von 1857 behandeln viele Punkte, die im Kapital gar nicht auftauchen oder viel kürzer abgehandelt werden. Und deswegen gibt es da auch so ein Baukastenprinzip, dass Leute Teile aus den Grundrissen rausnehmen und sagen, ja, da hat es doch der Marx gezeigt. Das ist allerdings problematisch, weil Marx in den Grundrissen bestimmte grundlegende, fürs Kapital grundlegende Kategorien und Unterscheidungen noch gar nicht richtig hatte. Diejenigen unter euch, die vielleicht mal angefangen haben, Kapital zu lesen, stoßen da auf den ersten 20 Seiten auf den Doppelcharakter der Waren produzierenden Arbeit, konkrete Arbeit, abstrakte Arbeit. Hält Marx fest am Anfang vom Kapital, das ist der Springpunkt des Verständnisses der politischen Ökonomie. In den Grundrissen hatte er noch keine klare Vorstellung von diesem Doppelcharakter. Da bildet sich diese Einsicht erst heraus. Ja, wenn aber dieser Doppelcharakter der Springpunkt des Verständnisses ist, dann hat Marx in den Grundrissen noch gar nicht über diesen Springpunkt verfügt. Das heißt nicht, dass er nichts erkannt hätte, aber man muss es mit Vorsicht genießen. Ein beliebtes Kapitel aus den Grundrissen, was immer wieder gerne herausgebrochen wird und mit dem Kapital kombiniert wird, ist das sogenannte Maschinenfragment, wo der Marx davon ausgeht, naja, es wird immer weniger Arbeit in die direkte Produktion gesteckt, Maschinen übernehmen immer mehr.
Ja, aber das kann doch eine auf den Wert gegründete Produktionsweise gar nicht richtig verkraften. Also einerseits, Wert wird durch Arbeit gebildet, Wert ist das Ziel von dem ganzen Prozess und dann wird aber die Arbeit reduziert. Da kommt es doch irgendwie ins Schleudern. Marx entwickelt da sowas, das ist die einzige Stelle, wo er sowas wie eine Zusammenbruchstheorie des Kapitalismus hat. Die Grundrisse schrieb er angesichts der Krise von 1857-58 und da hatte er auch die Erwartung, mit der Krise kommt der Zusammenbruch oder die Revolution. Morgen früh werde ich einen Workshop zu Krise machen, da werden wir uns noch ein bisschen ausführlicher damit auseinandersetzen. Die Krise war aber ziemlich schnell überwunden. Da kam weder, also die von 57, 58, da kam weder eine Revolution noch ein Zusammenbruch. Und Marx, sehr lernfähig, merkt, da ist was schief. Im Kapital wird dieses Argument aus dem Maschinenfragment im Grunde genommen implizit kritisiert, als er dort nämlich Produktivkraftentwicklung unter dieser Überschrift Produktion des relativen Mehrwerts abhandelt, wird gezeigt, wie genau diese Reduktion von Arbeitszeit den Kapitalismus keineswegs unterminiert, sondern ihn stärkt. Wenn man jetzt aber so ganz unhistorisch einfach hier was rausgreift und da was rausgreift, dann gehen solche Entwicklungen verloren. Also insofern muss man sich wirklich anschauen, wenn man jetzt übers Kapital hinausgeht, wo kommen die einzelnen Texte her, wie war eigentlich der Erkenntnisstand und was kann man da wirklich davon brauchen und was muss man eben sagen, hat bereits Marx selber überwunden. Jetzt merke ich schon, die Stunde ist bald um, die ich hier reden wollte. Geht's noch? Okay, also wenn die ersten vom Stuhl kippen, weiß ich, jetzt habe ich übertrieben. Ich habe ja vorhin gesagt, es ist nicht so ganz klar, was ist denn eigentlich das Kapital? Klar, wir haben drei Bände da stehen, in jeder Bibliothek, in jeder Buchhandlung. Trotzdem ist es nicht klar, bei den Grundrissen zum Beispiel, was ich gerade ausgeführt habe, gehört das noch dazu? Kann man das sinnvoll kombinieren oder kann man das nicht kombinieren? Aber auch diese drei Bände sind nicht so klar. 1867 erscheint in der Tat der erste Band des Kapitals. Das, was ihr heute als ersten Band Kapital lest, wahrscheinlich Marx, Engels Werke, Band 23, diese berühmten blauen Bände. Das ist nicht 1867, das ist 1890. Vierte Auflage, besorgt von Engels. Dieser erste Band, diese erste Auflage von 67 wurde von Marx überarbeitet für die zweite Auflage. Insbesondere in diesem Anfangskapitel über Wert und Wertform gibt es große Veränderungen. Dann gab es eine französische Übersetzung, da hat Marx einerseits an diesem Anfangskapitel, weil die Übersetzung so schwierig war, vieles gestrichen, also viele Sätze, die in der deutschen Auflage drin sind, sind in der französischen nicht drin, nicht weil die nicht wichtig gewesen wäre, sondern weil Marx mit der Übersetzung nicht einverstanden war. Dafür dehnt er weiter hinten im ersten Band, wo es um Akkumulation geht, dehnt er die Darstellung aus. Das heißt, die deutsche Ausgabe und die französische, das ist nicht einfach eine Übersetzung, das sind zwei verschiedene Texte. Er hatte natürlich vor, das auch wieder zusammenzukriegen, nur ist er 1883 gestorben. Und jetzt hat Engels das versucht. Engels geht von der zweiten Auflage aus, baut einige, aber nicht alle Veränderungen der französischen Auflage ein. Das heißt, das, was ihr heute in der Regel als ersten Band des Kapitals vor euch habt, ist ein Text,
den Marx in dieser Gestalt nie gesehen hat. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir heute Marx lesen, was sollen wir eigentlich zugrunde legen? Die Erstauflage, da ist manches, was die Wertform angeht, deutlicher und ausführlicher. Die zweite Auflage, die Marx selber besorgt hat mit Überarbeitungen, die französische Auflage oder der Versuch von Engels, das alles irgendwie zusammenzubasteln. Für jeden Text gibt es Pro- und Kontra-Argumente. Es ist nicht so einfach zu sagen, ja, ganz klar, den Text nehmen wir, das ist der beste. Wenn man jetzt wirklich einzelnen Problemen nachgehen will, dann muss man sogar in alle reingucken. Ja, und jetzt geht diese Problematik, was ist eigentlich das Kapital, geht noch weiter. Marx hat ja nur den ersten Band veröffentlicht. Den zweiten und den dritten Band hat Engels aus nachgelassenen Manuskripten veröffentlicht. Lange Zeit hatte man nur die englische Edition. Es war also unklar, wie stark Marx in die Texte eingegriffen hat oder nicht. Engels in die Texte eingegriffen hat von Marx. Mit der neuen Marx-Engels-Gesamtausgabe, die seit 1975 erscheint, in der soll wirklich alles veröffentlicht werden an Texten, Manuskripten, was es von Marx und Engels gibt. Deshalb wird die, wenn die mal fertig wird, nicht bloß lumpige 40 Bände umfassen, wie die MEW, die es jetzt schon gibt, sondern 114 Bände. Da kann man diese ganzen Originalmanuskripte finden und vergleichen, also Marx'sche Manuskripte zum zweiten und dritten Band und die englische Edition, und stellt dann fest, es gibt da stellenweise erhebliche Unterschiede. Engels wollte jetzt nicht irgendwas manipulieren, der wollte einen schwierigen Text lesbarer machen. Der wollte ja, dass das Kapital gelesen wird, dass die Leute was damit anfangen können. Aber bei diesem Versuch, das Kapital lesbarer zu machen, hat er zum Teil in einer Weise zugespitzt, wo sich dann inhaltliche Akzente verlagert haben. Also auch ein Thema, auf das ich morgen eingehen werde bei der bei dem Krisenseminar. Engels hat eine Sammlung von Bemerkungen nach der Darstellung des Gesetzes des tendenziellen Falls der Profitrate, hat er so strukturiert, dass man den Eindruck hat, da steht jetzt die Krisentheorie, und die Krisentheorie hängt ab von diesem Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. Schaut man sich das Originalmanuskript an, dann wird deutlich, das ist gar nicht so klar. Also Engels spitzt etwas zu, erweckt da einen bestimmten Eindruck, der nicht immer der zutrifft. Beispielsweise beim dritten Band, wenn es um Zins und Kredit geht, sofort mit der Mega zu arbeiten. Also nicht mit MEW 25, mit dem von Engels edierten Text, sondern die Unterschiede jetzt in der Kredittheorie sind so gravierend, dass man sagt, nee, dann nehmen wir uns lieber dieses Original-Marx'sche Manuskript aus dem Manuskript vom dritten Band vor. Also insofern, das sind jetzt nicht so akademische Nuancen, und wo da einer die Kommas hier und da abzählt, sondern es geht da wirklich auch um ein paar inhaltliche Fragen. Eine inhaltliche Frage, und damit will ich dann auch zum Schluss kommen. Drei Bände des Kapitals, also der Manuskriptumfang, ist eigentlich nicht so klar, was gehört dazu. Aber auch ein Problem ist, passen die Bände eigentlich zusammen? Kapital, MEW 23, erster Band. Irgendwie will man nicht, dass ich was schreibe. Kennt, das beruht auf Marx'schen Texten, die 1872, das ist zweite deutsche Auflage, und 1872
72 bis 75, das ist die französische Übersetzung, entstanden ist. Also das hier, der erste Band des Kapitals. MEB 24, der zweite Band des Kapitals, beruht einerseits auf einem oder na, zwei Manuskripten, die 1868 bis 70 entstanden sind und Manuskripten, die zwischen 1876 und 81 entstanden sind. Insbesondere in diesen letzten Manuskripten gibt es erhebliche Erkenntnisfortschritte von Marx über Geld, über Krisen, über Reproduktion. Geht natürlich hier nicht ein. Und jetzt der Clou von der Geschichte. Der dritte Band des Kapitals, der enorm wichtig ist, weil in diesem Band nähert sich ja Marx den Erscheinungsformen, wie er das nennt, an der Oberfläche. Also den Formen Profit, Zins, Aktienkapital, Grundrente, mit denen wir es im Alltag zu tun haben. Dieser Band, MEW 25, der beruht auf einem Manuskript aus den Jahren 1864-65, ist also älter als alles andere und hat dementsprechend auch den geringsten Erkenntnisstand. Marx war klar, das ist auch ein Grund, warum er nicht fertig geworden ist, dass er diese Manuskripte nicht einfach nur für den Druck fertig machen kann, also ein bisschen sprachlich überarbeiten, Buchdeckel drum und fertig, sondern dass er das grundlegend überarbeiten muss. Beispielsweise hier Krisentheorie 1864-65, wenn wir heute über Marxische Krisentheorie debattieren, dann nehmen wir den dritten Band üblicherweise und den zweiten Band von den Theorien über den Mehrwert, was noch älter ist, 1862. Ja, aber Marx hat nach 1865 noch 15 Jahre lang weiter zu Krisen geforscht und es passierte da einiges. Das kennen wir aus Exzerpten, die noch nicht veröffentlicht sind und aus seinem Briefwechsel. Das heißt, es gibt da noch Material zur Krisentheorie, was aber in den dritten Band, den ihr kennt, überhaupt nicht eingegangen ist. Das heißt, wenn es geht nicht nur darum, was gehört eigentlich zum Kapital und was gehört nicht dazu, welche Manuskripte, sondern auch bei den Manuskripten, die man hat, muss man sich überlegen, dass da eine wahnsinnige zeitliche Ungleichheit vorhanden ist. Das ist nicht ein Werk aus einem Guss. Und besonders hier im dritten Band gibt es Probleme. Damit komme ich dann wirklich zum Ende. Ich glaube, jetzt habe ich die Stunde, die ist überzogen, aber was soll's. Damit komme ich zum Ende. Es wurde ja schon in der Einleitung gesagt, wir wollen mit Marx über Marx hinaus. Da würde ich jetzt den Satz würde ich voll unterschreiben, aber ich würde ihn sogar noch ein bisschen verschärfen. Das steht gar nicht in unserem Belieben, ob wir mit Marx über Marx hinaus wollen. Das ist überhaupt die einzige Möglichkeit, was anzufangen, weil das, was Marx uns hinterlassen hat, das ist nichts Fertiges. Das ist auf verschiedenen Ebenen unfertig. Nicht unfertig, weil sich der Kapitalismus immer weiterentwickelt und natürlich bei der 100. Auflage kann man immer noch was ändern. Darum geht es nicht. Sondern der Forschungsprozess selber, der ist eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig weit gewesen. Das heißt, wir müssen mit dem Kapital auch einen kritischen Umgang pflegen. Nicht einen kritischen Umgang, dass man da alles runter machen will, sondern ein kritischer Umgang, dass man jeden Textteil eigentlich in
den Kontext stellen muss, wie ist er entstanden, was wurden da sonst für Texte geschrieben, was sagt uns das? Also wir müssen Marx lesen, aber wir müssen ihn kritisch lesen, das ist die einzige Chance, die wir haben. Auf der anderen Seite, nachdem ich so viel Kritik da jetzt betont habe und kritisches Lesen, ist trotzdem festzuhalten, das, was wir hier haben bei Marx, ist wirklich das Beste, was wir auf so einer grundlegend theoretischen Ebene haben zur Analyse des Kapitalismus. Das ist nicht irgendein Beitrag von 100 Beiträgen. Das ist wirklich ganz zentral, auch wenn es nicht ausreicht. Aber das ist ein zentraler Bestandteil und deswegen macht es auch Sinn, sich Zeit zu nehmen, diese Zeit zu investieren, diese drei Bände zu lesen, das kritisch zu machen, vielleicht auch noch das eine oder andere zusätzlich zu lesen. Also ich würde immer empfehlen, noch einige weitere Texte aus der Mega hinzuzuziehen und dann natürlich sich einen Kopf darüber zu machen, was fangen wir damit an? Und das eventuell gegen Marx zu wenden. Und das ist jetzt, und damit bin ich dann wirklich am Ende, das ist eigentlich gar nicht Marx-kritisch, sondern wenn ich das verkünde, dann entlarve ich mich hier als voll orthodox. Denn wie schrieb Marx im Vorwort 1867 schon, dieses Buch ist geschrieben für Leute, die bereit sind, Neues zu lernen. Und jede Kritik ist mir willkommen. Das war kein Spruch, sondern das war wirklich die Aufforderung zur kritischen Diskussion dessen, was er gemacht hat. Also wenn wir jetzt in dieser Weise Marx kritisieren, dann ist das die einzig vernünftige Art von Orthodoxie. So, damit bin ich am Ende und danke euch, dass ihr so lange durchgehalten habt.